Hola a todos, moin zusammen. Willkommen bei unserem zweiten Video hier aus der Stadt Mindelo in diesem trefflichen Open-Air-Moderationsstudio. Wenn ihr das erste Video zu Mindelo noch nicht gesehen habt, gar kein Problem, guckt mal in die Playlist hinein. Heute nun geht es also um die Musikszene und das Strandleben. Strand? Das ist mein Thema, ne? Genau. Gerade bei dem Wetter. Ja, Stadtstrände haben sowieso immer was ganz Besonderes für uns. Mindelo hat so einen Strand, das ist die Praia La Ginha. Praia La Ginha liegt in einer weit geschwungenen Bucht, schön geschützt vor starken Wellen, hat feinen, puderzuckerartigen weißen Sand und türkisfarbenes Wasser, bestimmt so 24 Grad, bestimmt, ja. Also ganz angenehm zum Baden. Das Tolle hier ist, dass man als Tourist eigentlich immer in der Minderheit ist und dass die Kapverdianer den Strand mehr für sich nutzen. Mhm. Und hier kann man kapverdisches Leben in Reinkultur beobachten. Ja. Also wenn sie alle da sind, vor allen Dingen am Wochenende und an den Feiertagen, dann ist hier richtig Trubel. Wir haben diesen Strand schon etliche Male besucht, zumal er nur 5 Minuten von unserer Unterkunft entfernt ist und wir haben es sehr genossen. Es ist richtig spannend, mal zu gucken, wie die Leute dort so ja, den Strand genießen. Es gibt alle möglichen Leute, es gibt junge Leute, alte Leute, die coolen und die weniger coolen, die trainierten und die nicht trainierten. Jeder kann dort so machen, was er will. Die Leute können ja, laut Musik hören, es stört keinen. Sie können Pool spielen, sie können Fußball spielen. Es gibt sogar eine Mädchenfußballmannschaft, genau, die dort ja. immer mittendrin trainiert. Da sind Jetskier unterwegs, Hunde, also alles durcheinander und trotzdem ja, stört es nicht, weil so viel Platz ist, dass jeder so sein Ding machen kann. Und es ist richtig entspannt und es ist toll, dass diese Stadt so einen Strand mittendrin hat. Das ist so der große Spielplatz für alle und besonders an den Wochenenden und Feiertagen sieht man richtig, wie die Kapverdianer das ja, aus vollem Herzen genießen und richtig Spaß hier haben. Übrigens, hungern muss an diesem Strand auch keiner. Es gibt nämlich überall noch Bars und Restaurants und gerade in den Abendstunden treffen sich dort auch viele Leute und ja, essen, trinken und feiern auch ordentlich. Und wenn es dann ein bisschen kühler wird und die Sonne nicht mehr so sticht, dann geht's los, dann verwandelt sich der ganze Strand in einen riesen Fitnesspark. Die Leute trainieren, sie laufen und sie sind an der Klimmzugstange und ja, geben dort alles, um ihren Body zu stylen und so weiter. Einiges davon werdet ihr gleich im Video noch sehen. We'll be right back.
Eine sehr berühmte Bewohnerin der Stadt Mindelo war Cesaria Evora, die barfüßige Diva. Sie hat die Musikrichtung der Morna weltberühmt gemacht. Auch 10 Jahre nach ihrem Tod wird Cesaria hier noch wie eine Nationalheilige verehrt. Und auch wir haben sie mittlerweile schon in unser Herz eingeschlossen. Die Morna ist eine Musikrichtung, die im Grunde die Seele der Kapverden widerspiegelt. Die Musik handelt von Liebe zu den Menschen, zum Land und von der Soldat. Soldat ist die Sehnsucht, die allgegenwärtig ist. Ein Song von Cesaria heißt auch Soldat und wir lieben den besonders. Und wir haben neulich beim Cafébesuch einen Musiker kennengelernt, der das Lied extra für uns gespielt hatte, als wir uns das gewünscht haben. Und wir werden euch das gleich zeigen. Ihr hört mal rein. Und während das Lied läuft, könnt ihr auch gleich noch eine Ausstellung oder Bilder aus einer Ausstellung sehen, die wir hier in Mindelo besucht haben. Läuft dann parallel und genießt es einfach. Vielleicht geht euch das Herz dabei auch auf. Also uns geht es so. Und ich hatte beim Song wirklich Pipi in den Augen. Mostrabes caminho longe, que mostrabes caminho longe, esse caminho passando bem. Sorar, 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 desde a terra está de clau. Sorar, 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 desde a terra está de clau. Que mostrou esse caminho longe, esse caminho passando bem. Que mostrou esse caminho longe, que mostrou esse caminho longe, esse caminho passando bem. Soldado, 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 desce a terra sangue clau. Se vou escrever, muda escrever. Se vou esquecer, muda esquecer. Até dia que não voltar. Se vou escrever, muda escrever. Se vou esquecer, muda esquecer. Até dia que não voltar. Saudade, saudade, saudade. Desce a terra, sangue clau. Se vou escrever, muda escrever. Se vou esquecer, muda esquecer. Até dia que não voltar. Se vou escrever, muda escrever. Se vou esquecer, muda esquecer. Até dia que não voltar. Soldado, 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 desce a terra sangue clau. Soldado, 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 desce a terra sangue clau. Soldado, soldado, soldado. Muito obrigado. Vamos embora. Não pode mais assim lá. Vamos deixar.
Ja, muss ich da unten probieren. Lumina, e por carinha de santa, santa sem amor. Dois pontos de luz, dois pontos de memória. Das waren also unsere Eindrücke aus der Stadt Mindelo. Wir könnten nur nicht sagen, dass wir wissen, wie Mindelo tickt, aber zumindest einen ersten Eindruck konnten wir hier gewinnen und ihr hoffentlich auch. Also eigentlich muss man hierher kommen, durch die Straßen gehen, mit allen Sinnen die kapverdische Kultur aufsaugen. São Vicente hingegen ist jedoch nicht nur Mindelo. Im nächsten Video werden wir im Nordosten der Insel wandern, nämlich von Salamanca nach Callao. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt es gerne hier unter das Video in die Kommentare. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne auch einen Like hinterlassen und schaut einfach beim nächsten Video wieder rein. Wir sagen adeus, até a próxima. Tschüss. Tschüss, tschüss.